Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, es ist ja dieses Jahr das 35. Jubiläum von The Legend of Zelda und deswegen hat sich Nintendo gedacht, yo, Animal Crossing kriegt neue Items und sie haben eingefügt, richtig, Mario-Items. Ja, Mario-Items. Wir haben jetzt neue Mario-Items in diesem Spiel. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe da den Trailer gesehen und da hat man schon sehr viel gesehen. Ich bin sehr aufgeregt oder gespannt, was man mit diesen Röhren machen kann. Also die haben mir irgendwie gezeigt, dass man mit den Röhren sich so teleportieren kann. Da stelle ich mir sehr, sehr coole Sachen vor. Aber jetzt muss ich erstmal diese Sachen finden. Ich weiß nämlich gar nicht, wo es die gibt. Oh, aber wir haben richtig luxuriöse Sachen bei den Nooks. Guck mal, hier so eine geile Badewanne und so ein geiles Tatami-Bett. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass es hier eventuell die Mario-Items gibt. Dann werden die wahrscheinlich bei Tom Nook sein, gell? Bei seinen komischen Dings. Aber wir wollen natürlich nicht nass werden. Und da ist doch so ein schöner Froschregenschirm gar nicht so schlecht. Denn es regnet draußen und ich will ja nicht nass werden. Ist klar, Leute. Und der passt zu meinem Outfit, weil das auch grün ist. Ich bin einfach richtig der Öko, Leute. Richtig der Öko. So, aber es muss ja wohl Mario und Luigi Outfits geben bei der Modeschneiderei. Oh, nee. Hä? Wo sind meine Mario-Sachen? Hä, ist die Mode einfach auch bei Nook? Are you serious? Also, schöne Katzenohren und so, aber hä? Okay, dann auf zu Tom Nook. Ah, tatsächlich. Also im Nook Shopping gibt es das hier unter Aktion. Also nicht in der ersten Kategorie, sondern hier in der dritten. Boah, da gibt es aber richtig viel. Kann man das alles an einem Tag kaufen? Nee, gell? Kann man nicht irgendwie nur 5 Items am Tag sich zuschicken lassen? Das ist ja ein bisschen belastend. Und es gibt saisonale Sachen bis zum dritten? Was? Das ist ja nur ein paar Stunden. Ein Hina-Matsuri. Ah, die sehen ja richtig cool aus. Und ein Pi-Kuchen, wo einfach ein Pi-Zeichen drin ist. Ach so, zum Pi-Tag. Ja, das macht Sinn. Und Pi heißt ja auch Pi. Und Pi heißt Kuchen. Ha, witzig. Okay, ich brauche auf jeden Fall diesen Hina-Matsuri. Und zwar 2 Stück. Ja, toll. Und dann kann ich nur noch... Fuck. Okay, der Pi-Kuchen ist noch länger da, ein paar Wochen. Jetzt kann ich mir nur 3 Sachen bestellen und dann habe ich sie aber trotzdem nicht instant, ne? Hä, das ist ja richtig belastend. Ich wollte euch jetzt die Sachen zeigen, aber die sind ja dann erst morgen da. Also ich kann euch die jetzt trotzdem zeigen, aber ich wollte sie eigentlich auch ausprobieren. Okay, Feuerblume. Wir haben noch den Cooper-Panzer. Mit denen kann man auch garantiert allen agieren. Hier, die Münzen kann man zum Beispiel einsammeln und die werden dann einfach wieder erscheinen. Eine Pilzplattform gibt es sogar. Aber da kommt man nicht rauf, oder? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich alles bewegen wird. Hier ist die berühmt-berüchtigte Röhre. Ist die Frage, ob man da dann auch 2 Stück von braucht oder ob man die quasi im Doppelpack bekommt. Dann Schwebeblock. Es gibt sogar die Thwomp. Mega nice. Ein Superpilz, der einen vielleicht sogar groß macht. Kann ich mir nicht vorstellen, aber kann man vielleicht auch einsammeln. Superstern, ein Zielpfahl, ein Fragezeichenblock und Ausrüstung für... Oh, sogar für Peach und Wario. Wario gibt es mal in einem Spiel drin. Der wird ja sonst immer eher stiefmütterlich behandelt. Aber hier kann man tatsächlich auch als Wario rumlaufen. Ja, mega nice. Und noch die Schuhe für jeden. Und es gibt sogar... Oh, es gibt einen Block Boden, es gibt eine Nakito-Wolke, es gibt einen Yoshi-Eye-Teppich. Pocket Cam? Achso, das ist das normale Kram, genau. Ah, das sind also die ganzen Items. Aber die Sache ist, die werde ich ja dann erst morgen haben. Das ist sehr belastend. Ich werde auf jeden Fall 2 Röhren kaufen, dass das schon mal klar ist. Komm, nehmen wir noch die Feuerblume mit. Und mehr kann ich dann gar nicht bestellen, gell? Wenn ich jetzt bestellen will, ja, dann sagt er, ey, du kannst nur 5 pro Tag bestellen. Blablabla. Okay, das ist belastend, dass man das bestellen muss. Da gibt es so viele Sachen, aber die laufen ja nicht weg, gell? Na gut, dann müssen wir heute was anderes machen. Wir gehen heute dahin, was ich letztes Mal schon angesprochen hatte im letzten Video. Und zwar kümmern wir uns dann heute um diesen Platz hier. Ich habe mir vorgestellt, dass wir hier vielleicht irgendwie so ein Picknick hinpacken könnten. Auf jeden Fall auf eine Seite, dass man hier dann schön rumchillen kann. Es ist ja jetzt auch wieder Frühlings-Bambus-Saison. Also es ist allgemein Bambus-Saison, dass man wieder Frühlings-Bambus bekommen kann. Und damit kann man ja coole Sachen machen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach nach Hause, basteln alles Mögliche, was mit Bambus zu tun hat. Und platzieren das hier. Ja, das finde ich gut. Das machen wir. Toller Plan. Ab nach Hause. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach alles mit, was nach Bambus aussieht. Hier eine Bambusbank. Natürlich noch ein Bambus-Wandschirm. Ich habe so die Befürchtung, ich habe gar nicht so viel in meinem Inventar drin. Ich glaube, ich muss da noch einiges craften. Ich hoffe, ich habe genug Sachen dafür. Okay, ich habe zumindest die Wasserspiele. Das ist gut, weil ich habe sowieso keinen Stein mehr. Da hatte ich am meisten Angst, dass ich die nicht mehr craften könnte. Okay, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir haben ein bisschen was dabei. Achso, und ich habe noch 2 Geschenke bekommen. Einmal von dem YOLO King, glaube ich. Das war dieses hier. Holz. Ja, okay. Holz ist gut. Er hat, glaube ich, geschrieben, dass ich das jetzt sowieso nicht mehr brauche, aber dass man das immer mal gebrauchen kann. Und nein, du liegst falsch. Ich hab gar kein Holz. Also danke fürs Holz. Das werde ich sehr gut gebrauchen können. Und dieses Geschenk kam noch von Nintendo für das Update. Das wird, ja, wahrscheinlich irgendein Mario-Theme mäßiges Teil sein. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir gehen mal kurz hoch, um uns die Tapete anzugucken. Ich habe nämlich Angst, dass das meine ganzen Wandgegenstände runternimmt, sobald ich das hier mache.
So, willkommen in der Hölle. Und hallo Pilztapete. Okay, die ist cool. Die ist sogar animiert und so. Okay, ich fände es cooler, wenn man da irgendwie das erste Level von Mario oder so gesehen hätte. Jetzt ist das halt immer Pflanze, dann Block, Pflanze, Block, Pflanze, Block. Also das wiederholt sich immer wieder. Aber trotzdem ganz cool. Und ich habe... Nee, okay, ich dachte, oben wäre vielleicht noch Lakito, aber da ist einfach nur ein paar Wolken. Also ja, ganz nett. Ja, nice. Danke, Nintendo. Jetzt aber zurück zum Bauprojekt. Oh, man kann das gar nicht hier hinpacken, diese blöde Tatami-Matte. Das geht nur im Haus? Are you serious? Das zählt als Teppich und den kann man nicht draußen hinlegen. Das ist ja der größte Bullshit ever. Das ist ja richtig doof jetzt. Ich könnte natürlich einfach aus Wet Carpet... Ja, das machen wir. Komm, wir machen hier aus Wet Carpet dann eine Art Picknickboden. Echt jetzt? Oh mein Gott, ich muss erst den Boden hier wegmachen, damit ich da was anderes hinplatzieren kann. Das macht für mich gar keinen Sinn. Aber gut, wer das Spiel das so will. Wir machen alles, was das Spiel von uns will. Alles in Ordnung. So, aber 35. Jubiläum von The Legend of Zelda ist ja jetzt angebrochen. Heißt, ich gehe stark davon aus, dass für Animal Crossing auch noch früher oder später Items für The Legend of Zelda kommen. Das war ja in früheren Spielen auch schon so bei Animal Crossing. Von dem her fände ich das sehr, sehr merkwürdig, wenn das jetzt in diesem Animal Crossing nicht so ist. Also selbst bei dem ersten Animal Crossing, also das ich zumindest kenne, auf dem GameCube, da gab es auch schon aus anderen Spielen Gegenstände, so wie zum Beispiel von Donkey Kong gab es da Sachen oder von Star Fox, dass man da dann so ein Raumschiff sich angucken konnte und natürlich auch von Mario und auch von Zelda, dass es da dann das Triforce gab. Und ich gehe stark davon aus, dass wenn die jetzt schon mit Mario hier ankommen, dass auch aus den anderen Franchises irgendwas in dieses Spiel integriert wird. So, sieht das aus wie ein Teppich? Also es ist ein Teppich, aber sieht das aus wie ein Picknickteppich? Ich weiß ja nicht. Egal, wir platzieren einfach mal irgendwas drauf. Hier, guck mal, ich habe ein Picknick-Set. Und jeder Teppich, der auch kein Teppich ist, wird mit einem Picknick-Set zu einem guten Picknickboden. Doch, doch, das passt. So, ich habe ja auch noch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel auch noch ein Kirschblütenzweigbündel, der anscheinend sehr, sehr groß ist, dass ich ihn hier nicht platzieren kann. Bitte trotzdem einfach da irgendwie... Oh Gott, wieso? Der ist so groß. Okay, müssen wir mit klarkommen. Ich habe nämlich auch noch ein anderes Bento. Ein Bambus-Bento. Wusste ich bis eben gar nicht, dass es sowas gibt, aber anscheinend gibt es das. Auch das ist so groß. Ich glaube, unsere Matte ist ein bisschen zu klein. Na, obwohl, das Bambus-Bento ist gar nicht so riesig. Ach, das passt schon, wenn das da nicht ganz drauf ist, oder? Ich finde, das passt. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch irgendeine Sitzmöglichkeit. Die kann zum Beispiel hier zwischen. Na, oder? Sollte die dazwischen oder sollte die lieber... Ich glaube, ich finde das besser, wenn die so vor dem Bambus ist, oder? Ja, und dann kommt hier auch noch eine hin, damit das ein bisschen synchroner ist. So, zweite Bambusbank. Okay, finde ich schon mal nicht schlecht. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, Leute, was ihr denkt, was oder aus welchen Franchises noch irgendwas kommt in Animal Crossing. Jetzt, wo die halt schon für Mario was gemacht haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass für andere Franchises da auf jeden Fall auch was kommt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass von Splatoon noch irgendwas kommt. Das liegt ja nahe, jetzt wo auch Splatoon 3 natürlich irgendwann rauskommt. Zum Beispiel auch von Donkey Kong vielleicht. Auch richtig cool fände ich eine Splatoon-Waffe, die man benutzen kann. Aber wahrscheinlich nicht, weil Animal Crossing einfach für Kinder ist. Also richtig, richtig für Kinder. Deswegen werden die da wahrscheinlich keine Waffe einbauen. Aber man kann zum Beispiel auch so eine Statue von Splatoon oder sowas einbringen. Was können wir hier noch machen? Man muss halt auch immer aufpassen, dass man nicht zu viel Zeug hin tut, finde ich. Weil erstens laggt dann das Spiel irgendwann, was ich nicht so geil finde. Und zweitens ist das halt auch irgendwann einfach überfüllt. So. Aber ich finde hier an diesem Eingang müsste noch irgendwas hin. Man könnte zum einen natürlich irgendwie einfach diese, wie heißen die, Wasserspiele hinpacken. Passt jetzt nicht so zu 100%, aber so ganz kacke finde ich die jetzt auch nicht. Wir lassen die erstmal so. Wir brauchen natürlich auch noch irgendwo Musik. Am besten ist die Musikanlage aber ein bisschen versteckt. Ich mag das immer nicht so gerne, wenn man die sieht. Bitte schön. Naja, doch. Da ist die sehr, sehr gut aufgehoben. Was haben wir noch so? Wir hätten doch einen Bambuslautsprecher. Wir haben doch einen Laubhaufen in Grün. Laubhaufen in Grün ist doch immer sehr, sehr hübsch. Der kommt einfach mal zwischen die beiden Bänken. Ja, das ist fast zwischen den beiden Bänken. Aber eigentlich wollte ich den... Hä, was ist das jetzt hin? Eigentlich wollte ich, dass er da so haben, wo kein Platz ist. Bitte. Bitte dahin, wo kein Platz ist. Dankeschön. Ja, geil. Perfekt. Was auch immer Laubhaufen mit... Bambus zu tun hat. Keine Ahnung. Okay, wir haben noch eine Rudelrutsche.
Da rutschen aber die ganzen Wölfe und so runter. Da haben wir noch ein Kochfeuer, das ist riesig groß. Und ein Wandschirm. Das ist schon sehr, sehr groß. Macht aber doch irgendwie was her, wenn es da ist. Und wenn hier dann noch so ein Wandschirm hinkommt? Ist wir jetzt doppelt gemoppelt, weil wir sowohl den Wandschirm haben, als auch davor dann diesen Zaun. Und das Letzte, was ich noch hätte, wäre eine Nudelrutsche. Das regnet übrigens gar nicht mehr. Wir brauchen den Regenschirm nicht mehr. Eine Nudelrutsche, die ist natürlich auch riesig groß, ne? Ist die 1x1? Also, dass sie hier hinten hinpasst? Ich glaube nicht, fast nicht. Ich glaube, die ist größer. Doch, das... Oh, das wird passen, sieht aber kacke aus. ich mag Sachen nicht, wenn sie kacke aussehen. Man könnte natürlich alles hier hinten voll mit Nudelrutschen machen. Das hätte vielleicht was. Oder alles voll mit diesen Dingern hier, mit diesen Wandschirmen. Dass das hier hinter alles mit Wandschirmen ist. Ah. Könnte man machen. Bin mir nicht so sicher. Ich würde sagen, wir packen hier jetzt erstmal, weil hier noch so viel frei ist, einfach die Nudelrutsche ins Nichts. Schön. Aber so an sich hat sich das doch hier schon mal auch wieder verbessert, oder? Also besser, als wenn hier gar nichts wäre. Doch, doch. Das gefällt mir. Gut, das wäre es dann eigentlich für heute schon gewesen. Ich wollte euch eigentlich die Mario-Teile zeigen, aber dann zeige ich die euch beim nächsten Mal. Mal gucken, welches Gebiet ich mir da dann aussuche, was wir verbessern könnten. Jetzt habe ich hier nicht allzu viel gemacht, aber doch effektiv. Hallo, darf ich mich bitte hinsetzen? Das ist doch eine Bank, oder nicht? Hallo, bitte. Danke. mit wenig Handgriffen ein kleines Gebiet verschönert. Und man kann ein bisschen im Laub rumlaufen. Gut, dann hoffe ich, das nächste Video lässt nicht so lange auf sich warten wie dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit diesem Video. Sagt mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren, welche Franchises ihr denkt, als nächstes kommen werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und Olli!